Bulle und Bär, die sehen Sie hier hinter mir, die Tiere von der Börse. Die einen stehen für die Optimisten, die anderen für die Pessimisten. Und man muss immer wissen, wer ist am stärksten, der bestimmt nämlich, wohin die Kurse gehen. Herzlich willkommen zum DRF-Interview. Um das herauszufinden, braucht man unterschiedliche Analysemethoden. Und dann möchte man natürlich damit auch noch Geld verdienen. Das sind einmal die Charts, also die Kurven, wo sich die Kurse abbilden, und zum anderen dann die fundamentalen Faktoren. Und wir diskutieren heute mit zwei Vertretern, die vielleicht gar nicht so weit auseinander sind, wie es im ersten Moment erscheinen mag. Ich beginne jetzt mal mit dem Chartisten und ich begrüße Wieland Staudt, den Chartisten. Herr Staudt, was leistet die Chartanalyse? Wie funktioniert die? Also das Kernthema der technischen Analyse ist einfach, dass alle Informationen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar waren, durch die Handlungsentscheidungen der Marktteilnehmer in die Kurse eingeflossen sind. Und dann gilt das nächste Postulat, das lautet, menschliches Verhalten ändert sich einfach nicht. Früher oder später tun wir unter gegebenen oder veränderbaren Informationssituationen zumindest stark Vergleichbares. Das formt Muster in den Charts und die interpretiere ich. So, und jetzt kommt der Fundamentalanalyst Robert Halver von der Baader Bank, Leiter der Kapitalmarktanalyse dort. Halver, was gehört alles zur Fundamentalanalyse dazu? Das sind natürlich die Notenbanken, das sind die Gewinne der Unternehmen, die ja angeblich alle schon in den Kursen drin sein sollen. Also alles, was die Wirtschaft und die Aktienmärkte, die Finanzmärkte bewegt, schaue ich mir an im realen Sinne. Also die Wirtschaft, die Zinsen, die Währungen, aber eben auch die Politik, auch die große Politik, zum Beispiel Ukraine. All das muss ich für mich werten und eine Form gießen und dann sagen zu können, wie die Aktienmärkte laufen, nach oben oder nach unten. Von daher muss man sagen, die Fundamentalanalyse arbeitet auch mit Mustern, ähnlich wie die Charttechnik. Aber die Musterbildung ist immer schwerer geworden, weil wir mittlerweile ja eine Geldpolitik haben, die nicht mehr schaut nach Zinserhöhungen, sondern nur Zinssenkungen. Wir wollen ja die Welt mit sehr viel billigem Geld retten. Das heißt für mich eben auch, ich muss mittlerweile auch sehr politisch, geldpolitisch denken. Wer die Politik im Griff hat in der heutigen Zeit, ich glaube, der hat die Aktienmärkte auch ganz gut im Griff. Ja. Also Wieland Staudt hat den Aktienmarkt natürlich auch gut im Griff, weil ja alles schon in den Kursen drin ist. Ja. Die entscheidende Frage ist nur, wenn ich jetzt mich entscheiden muss, ich kaufe oder ich verkaufe oder ich kaufe nicht, wann habe ich Recht oder wann habe ich Unrecht? Kann ich das wirklich todsicher mit der Chartanalyse herstellen? Man hat immer den Eindruck, die Anleger mögen das, weil sie eigentlich genau wissen, wohin der Markt dann geht. Ja, genau, das gibt's natürlich nicht, Herr Jünemann. Also todsichere Signale, da möchte ich bitte die Vorsilbe tot betonen. Das Entscheidende ist, dass man in meinen Augen, mit technischer Analyse vor allem Wahrscheinlichkeiten sehr viel besser abwägen kann. Man kann sagen, in der Vergangenheit gab es hunderte von Mustern, die dem heute vergleichbar sind. Und es gab in 80% der Fälle dann eine Lösung, die durch in fallenden oder in steigenden Kursen aussah. Und wenn diese Situationen, die hunderte von früher, mit heute vergleichbar sind, dann komme ich zu einem ähnlichen Ergebnis wie damals. Oder man kann sagen, Versuch und dann vielleicht Irrtum, oder der Versuch funktioniert. Nein, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also ich beobachte diese Muster und sage, wenn sie vergleichbar sind, dann ist eine Zukunft, die der Vergangenen vergleichbar ist, besonders hoch. Mhm. Es geht ausschließlich um die Abwägung von Wahrscheinlichkeiten. 100% Sicherheit gibt es nicht. Wir von Staudt Research behaupten, 70% unserer Prognosen in den letzten 15 Jahren waren gut. Und viel mehr würde ich nicht erwarten. Jetzt kommen die Fundamentalisten, also auch sie müssen natürlich extrem viele Faktoren in den Blick nehmen. Die sind ja alle in den Kursen drin, bei ihnen müssen die im Kopf drin sein. Und wenn man zwei Fundamentalanalysten hat, haben die wahrscheinlich eine völlig unterschiedliche Meinung. Das ist boshaft von Ihnen, Herr Jünemann, definitiv. Entscheidend ist heute sicherlich, die klassische Fundamentalanalyse zu verlassen und zu überlegen, was macht die Politik? Wenn wir ein System haben, das ja eigentlich auf Pump läuft, weil das System nicht mehr intakt ist, die gesamte Finanzwelt, dann ist die Frage, was macht man denn, um es zumindest künstlich am Leben zu erhalten? Das heißt für mich, ich muss genau wissen, was Frau Merkel, Herr Hollande, Herr Obama machen oder Herr Draghi. Und wenn ich das im Blick habe und das andere Fundamentalanalysten auch machen, dann wissen wir eben alle, dass ohne die Geldpolitik nichts mehr läuft. Und wenn wir die Geldpolitik einigermaßen einschätzen, ist mir um die Aktienmärkte auch nicht bange, von der Einschätzungsqualität her. Ja, und Sie müssen aber auch
ungefähr überlegen, wie werden sich die Anleger denn verhalten aufgrund dieser fundamentalen Daten, was ja auch die Value-Investoren machen. Die sagen also hier etwas unterbewertet, das werden andere erkennen und dann steigt der Kurs. Also auch bei Ihnen sind sozusagen gewisse Prognosen und Annahmen nötig. Nennen wir es Psychologie. Natürlich muss man überlegen, was macht der Anleger. Wir haben lange Zeit erlebt, dass die alte gute deutsche Stabilität immer noch in Köpfen der Anleger war. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile wissen wir, dass wir in einer Hurra-Geldpolitik leben, definitiv, und wir genau wissen, dass die Geldpolitik retten wird. So, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was mache ich als Anleger daraus? Und das sollten wir jetzt nochmal ganz klar feststellen. Wofür brauche ich jetzt die Chartanalyse, um erfolgreich zu sein? Nicht nur beim Einstieg. Das ist ja ein wichtiger Punkt, aber auch beim Ausstieg. Ach, ich möchte die Frage gar nicht so beantworten. Ich weiß für mich, ich würde nie hier stehen und Ihnen ein Interview geben, wenn ich mich für die Fundamentalanalyse entschieden hätte, weil mit der kann ich nichts anfangen. Aber ich habe mit der technischen Analyse, mit der kann ich was anfangen. Ich glaube, das ist ein sehr stark individuelles Moment. Aber wenn einer kurzfristige Zeiträume erkennen möchte, dann ist er ausschließlich bei der technischen Analyse gut aufgehoben. Ja, und vor allen Dingen auch beim Ausstieg, denn wer technische Analyse macht, setzt in der Regel Stoppkurse. So ist es. So, und der Fundamentalist setzt auch Stoppkurse? Nein, ich nehme aber beide Disziplinen zusammen. Ich habe keine Berührungsängste mit der Charttechnik, definitiv nicht. Aber die Priorität ist für mich die Fundamentalanalyse. Wissen, wie die Welt läuft. Noch einmal, wer weiß, wie die Politik läuft, hat weniger Probleme. Das kann man gerne adjustieren mit der Charttechnik. Warum sollte ich nicht alle Möglichkeiten der Analyse nutzen, um ein vernünftiges Ergebnis zu haben? Also ich habe da nie einen Glaubenskrieg draus gemacht. Nein. Das machen wir natürlich auch nicht, meine Damen und Herren. Sie sehen, die können unterschiedliche Methoden nutzen, ob sie nun Trader sind oder Investoren. Aber sie müssen auf jeden Fall ihre Hausaufgaben machen. Ohne Fleiß kein Preis. Das gilt leider auch an der Börse. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.